Einen schönen guten Morgen wünsche ich dir. Ein völlig professionelles Video wieder mal. Ich hoffe, mein Handy fällt nicht um, ich habe keinen Selfie-Stick mehr. Und habe das da hinten hingestellt in meiner Küche, mein Handy, und mache das auch jetzt sehr spontan zum Thema, wie es mir gegangen mit der Terpentinkur. Das habe ich ja auch dir und anderen versprochen. Möchte aber da jetzt auch nicht so wahnsinnig ausufern bei dem Thema, weil es gibt einfach eh genügend Informationen im Internet. Ich habe auf Petras Welt einiges teilt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, wenn man oben draufklickt, dann kommt eine Lupe und dann kann man ein Wort eingeben, einen Suchbegriff, und dann drückt man unten drauf und dann kommen alle Begriffe, wo das jemals vorkommen ist in dem Kanal, genau, damit man auch nicht immer wieder dasselbe teilen muss. Manche sind schon länger dabei, manche wissen schon seit Jahren mehr, die anderen kommen mit Informationen erst dazu, und so möchte ich auch nicht langweilen. Genau, Terpentin habe ich eh in meinem ersten Video gesagt, ist ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt. Hat schon mein Großvater verwendet und ja, ist so anscheinend jetzt wieder sehr gehypt für ein Öl. Man sollte aber unbedingt das Balsamöl nehmen, also das Balsamterpentin, nicht ans im Obi, was man zum Pinselwaschen nimmt. Das erzähle ich aber eher alles ein bisschen im ersten Video schon. Wie es mir gegangen, darauf möchte ich eingehen. Also ich habe mir mal erstens entschieden, ich mache keine Kur, die so über 12 Tage und jeden Tag. Weil, muss schon sagen, mit den Rizinusölen davor, es tut wahnsinnig viel und es entleert einem schon sehr, was ja grundsätzlich recht angenehm ist oder auch nicht. Aber wenn man jetzt in einem normalen Job unterwegs ist und in der Früh einen Druck hat und im Auto vielleicht sitzt, ist das nicht so optimal. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist fast ein wenig stark für den Körper, das 12 Tage durchzumachen. Außerdem habe ich auch, mich ja immer nicht im Körper, in Darm und sowas so extrem gewohnt. Jetzt habe ich das generell so gemacht. Ich glaube, ich habe es 3 Tage gemacht, genommen in der Früh, dann wieder ein paar Tage nicht und so weiter. Und nehme es auch jetzt, wenn ich einen Gusto habe in der Früh, wenn ich so das Gefühl habe, also ich gehe das sehr nach meinem Körper. Er mich das rum, dann stehe ich, ich werde meistens um 5 Uhr wach. Dort trinke ich grundsätzlich gern ein Hasswasser mit Sole, mit Salzsole, die ich selber ansetze. Das findet ihr auch auf meinem Kanal, wie ich das mache. Mit ein paar Tropfen drinnen, das wirkt auch sehr verdauungsfördernd, und dann gehe ich nochmal, raste ich nochmal, meistens bis 6. Beim Terpentin habe ich es eben so gemacht, ich habe mir heißes Wasser zubereitet. Das tue ich dann immer schon in den Kocher rein, also im Wasserkocher. Von der Leitung nehme ich kein Wasser, ich nehme generell ein Quellwasser und trinke das. Kann man ein bisschen kühles Wasser noch dazu tun. Und dann gebe ich eben auf einen Löffel an Zucker. Das ist ja wie ein trojanisches Pferd. Tropft dann oder gibt dann, ich tropfe meistens, weil sonst schütte das Terpentin drauf, bis das alles aufgesaugt ist, also auf die Menge, habe ich, kann ich nichts Genaues sagen. Und dann muss man es schon sehr schnell runterschlucken, weil wenn man das im Mund gehen lässt, dann wird das extrem. Ich schlucke das runter, spüle sofort mit heißem Wasser nach, dann tue ich einen Tropfen Oreganoöl nach, das nehme ich auch jetzt noch, ist auch sehr gut für Parasiten und so weiter. Und dann das Rizinusöl. Genau, das ist, finde ich, eigentlich das Grauslichste im Ganzen. Was hat sich verändert? Ich habe jetzt nicht so, wie manche sagen, es ist totaler High Flow und so, das möchte ich eigentlich ja gar nicht. Insgesamt war es das dann schon sehr mit meinen anderen Dingen, die ich gemacht habe, die ich euch dann erzähle, dass es extremer Energie da war. Und da muss ich immer auch schauen, dass ich im Mittelmaß bleibe, weil dann bin ich so hyper, dass ich mich von der Energie fast wieder ein bisschen übermache. Und dann habe ich vor einer Woche einen Schnupfen gekriegt, den ich immer noch ein bisschen habe. Weiß nicht, ist ein komischer Schnupfen. Also generell finde ich, ein Schnupfen putzt vielleicht was aus. Also es kann durchaus auch positiv sein, aber es ist so eigenartig. Ich war heute schon wieder Eisbaden. Gehe jetzt wieder. Das ist nämlich das nächste Thema, dass ich das Eisbaden angefangen habe in der Zeit. Und drum kann ich auch nicht sagen, was hat die Terpentinkur verändert. Weil es hat sich insgesamt, sind einige Sachen dazugekommen, die ich neu mache, die ich jetzt wieder zurückintegriert habe in mein Leben, und wo ich nicht weiß, war der Impuls, dass ich mir da leichter tue, das Terpentin, oder ich weiß es nicht, möchte auch gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall, was ist dazugekommen, es hat sich dann ergeben, dass ein Eisbade-Workshop war, und da gehe ich auch jeden Tag.
Jetzt seitdem, eben jetzt während meiner Phase, habe ich mir gedacht, okay, Schnupfen, jetzt höre ich mir auf. Es hat sich aber in der Woche überhaupt nichts verändert, weil ich meinen Schnupfen, ich habe alles Mögliche bestreut und so weiter. Kriegen auch immer erst in der Früh so. War auch wahrscheinlich, ja, ich brauche ein wenig Ruhe und so, aber es hört sich jetzt auch nicht auf. Aber ist jetzt ein wenig besser, ich war heute in der Früh wieder im Pool. Und ja, schon. Ich habe eher das Gefühl, es wird besser, aber es tue ich erst seit 2 Tagen wieder. Ja, Eisbaden ist generell auch ein lang umfassendes Thema. Ich habe im Herbst da einen Workshop organisiert, weil es mich sehr fasziniert hat. Vielleicht mache ich darüber auch mal ein eigenes Video. Findet man auch ganz viel. Wim Hof Atemtechnik, die Atemtechnik alleine macht schon basisch, also tut wahnsinnig viel. Ich habe es sehr faszinierend gefunden. Ist auch wieder so ein Hype momentan. Oder vielleicht ist es so, wenn man selber in was drin ist, sagt einem YouTube das immer auch. Und man hat das Gefühl, man, das machen gerade alle. Keine Ahnung. Ist aber auch wahrscheinlich nicht verkehrt, wobei die manche Dinge nicht so mag, so, die so gehypt werden. Beim Sprossenziehen, das ist auch dazu gekommen. Das mache ich seit vor Jahren, habe ich mir mal ein Glasl gekauft. Das man eben nur so in die Abwasch so hin. Kann. Und das habe ich dann immer gemacht und dann habe ich irgendwie, die Sprossen sind so groß geworden, dann haben sie mir nicht mehr geschmeckt, dann habe ich eben so Salat drüber, war es irgendwie so viel und irgendwann habe ich es relativ schnell wieder aufgehört. Jetzt bin ich aber wirklich stark in den Themen und da habe ich eh gesagt, werde ich wirklich ein eigenes Video drüber machen, weil es einfach sehr umfangreich ist. Generell Sprossen und Samen ziehen. Eben, es wird sehr gehypt gerade und ich tue mir bei zum Beispiel Brokkolisprossen sehr schwer, weil das einfach so eine Riesenpackung ist mit Samen. Und ich mir dann auch denke, wo kommen so viele Samen her? Sind die, ja, es ist jetzt Bio, aber das muss ich mal wieder anbauen, wie wird das produziert, wann das jetzt so viele Leute essen. Da bin ich ein bisschen im Wiggelwoggel. Wenn man sich natürlich was im Internet anhört, ist das Wahnsinn, was wie viel durch diesen Prozess der Keimung, die Vitamine zunehmen, die Nährstoffe, der Körper das leichter verdaut und so weiter. Also das werde ich euch einmal speziell erzählen. Und ja, es ist einfach wirklich der Frühling auch, glaube ich. Insgesamt bin ich voller Power. Wo ich eh gesagt habe, ich muss mir das sehr zusammenreißen, dass ich nicht am Abend nur so, wow, und die Blumen da draußen noch gießen und was mache ich morgen und vor lauter Freude. Also bei mir ist es wirklich so, ich stehe in der Früh auf und fühle mich in den Tag ein und habe schon so eine Freude. Und in der Früh ist das eh super. Am Abend ist das eher nicht so für mich gut, weil dann bin ich so hyper, dass ich wirklich schauen muss, dass ich wieder zur Ruhe komme. Aber das geht jetzt wieder. Ich habe dann wirklich einen Tag dazwischen gehabt, wo ich ein bisschen flach gelegen bin, weil ich mir gemerkt habe, ich bin richtig müde und da war schon ein deutliches Zeichen, so jetzt runter vom Gas. Und dann habe ich auch nichts hören können, nichts sehen können und bin nur im Bett gelegen am Abend. Da hat man gedacht, war so langweilig, aber ich glaube, die Langeweile brauche ich auch wieder einmal. Das hat dann sehr gut da und das hat sich dann schnell wieder verbessert und ich bin jetzt nicht mehr, gar nicht mehr müde, ich habe einfach ein bisschen verstopfte Nasen. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, was sein kann. Wobei ich das auch ein bisschen aufgehört habe, dass ich das zu viel analysiere und ja, ausdenke, was kann das sein. Es geht alles wieder vorbei und natürlich fühlt man hinein in seinen Körper und es hat meistens mehrere Komponenten. Ja, habe ich euch jetzt alles erzählt über das Terpentin. Grundsätzlich, ja, wenn ihr Fragen habt auf Petras Welt, mein Kanal, kennt ihr es dazu, stehende Fragen. Ich trage jetzt einmal und sag euch, wo ich dann noch ein Video mache. Das ist meine professorische Box. Da kriege ich jetzt trotzdem halt mal nur mal was solche Ständer bestellt mit 3 Glasl, weil ich es einfach wirklich sehr oft mache. Da ist mein Hirse. Die ist eher für Tüner, weil die schmeckt uns nicht so. Brokkoli, Rettich und so weiter. Genau, das ist mein Terpentin. Ich habe da jetzt einmal alles zusammengestellt. Rizinusöl, Oreganoöl. Ich kann es echt gern dort sagen. Also ich habe jetzt da aus dem Bioladen mir teilweise das geholt oder auch Internet. Das Terpentin tue ich mir in so ein kleines Flascherl, damit es einfach leicht auf den Löffel geht. Genau. Der Zucker wirkt ja wie trojanisches Pferd der Körper. Also diese Pilze und ich glaube schon, dass Pilze ein Thema sind. Ich habe einmal wirklich eine Phase gehabt, wo man das auch ausgetestet worden ist von einer Kinesiologin und das ist mir ganz schlecht gegangen. Das waren eben sehr viele Candida-Pilze und so weiter. Die werden da wieder. Ja,
Eliminiert, glaube schon. Und auch zum Beispiel, ja, genau, das Eisbaden ist auch, das hat ja der Andreas Noack in seinen Vorträgen sehr oft gesagt, Fett ist kein, nicht vom fetten Essen, sondern von sind Parasiten, die sich da am Bauch immer sehr wohl fühlen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Und die mengen natürlich auch kein Wasser und somit ist das auch recht gut. Ja, jetzt stößt nicht mehr da hin. Ich sage euch jetzt einen schönen Tag dir, euch allen und genau, das Video über Sprossen ziehen mache ich nachher nach meinem Workshop, weil bei mir schaut es jetzt schon aus. Ich habe immer in meiner Wohnküche kleine, jetzt habe ich für Familie einmal Workshop und ich freue mich schon. Ja, in dem Sinn, die Sonne scheint da draußen. Ich war schon bei den Hühnern, es ist wunderbar. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.